Heute würde ich gerne eine Standheizung mit euch einbauen, und zwar in diesem VW T5. So eine Standheizung, das ist ein kompaktes Bauteil. Das besteht aus der Heizung und elektrischen Bauteilen, auch Platinen. Und deswegen steht es auch wirklich in den Bedienungsanleitungen von den Standheizungen, dass man die eigentlich nicht unter den Unterboden montieren sollte. Gerade aus dem Grund, dass die nicht so lange leben. Und das ist genau der Fall hier. Baujahr 2006 hat das Auto. Die Standheizung, bin ich mir nicht sicher, wann die eingebaut wurde, aber das war nachträglich. Und die ist jetzt defekt, gerade weil die elektronischen Bauteile korrodiert sind und da ist was kaputt gegangen. Und ich war da jetzt bei einem Standheizungsbauer und er würde das Steuerteil da drin, die Elektrik, wechseln. Und das wäre auch eine Sache von 400 Euro. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach eine neue Standheizung zu kaufen. Ich habe mich entschieden für die Autotherm 2 kW, Autotherm Planar 2D. Die habe ich auch vorher verbaut, zum Beispiel in meinem Fiat Ducato und in meinem VW Caddy. Und mit der bin ich wirklich zufrieden, hat da nie Probleme gehabt. Und ich finde da auch das Bedienteil sehr gut, das heißt Comfort Pro oder Comfort Control. Und das bauen wir heute auch ein. Und da habe ich einfach mehr Einstellungsmöglichkeit über die Heizung, auch ein Thermostat. Ich kann die auch einschalten zu einer bestimmten Uhrzeit. Und ich finde das einfach toll, deswegen kommt das alte Bedienteil raus. Das ist einfach nur ein Drehbedienteil, wo man einfach hier die An-, Min- und Max stellen kann. Und das war's, da kann man keine Thermostatfunktion und so weiter einstellen. Und deswegen kommt ihr heute rein, ich nehme euch mit. Und ich hoffe, ich kann da ein paar Tipps dazu geben und hoffe, euch gefällt das Video. Dann holen wir gerade mal die Standheizung aus dem Auto. Und zwar kann man die so bestellen. Die kommt als Paket an und dann schauen wir da mal rein. Die ganze Heizung kann man im Set bestellen und dann kommt die wirklich mit allen Bauteilen, die man braucht, um die selber zu installieren. Hier hat man die Lüftungs- oder Heizungsrohre. Die komplette Elektrik ist schon vorkonfektioniert, bedeutet, man kann einfach einstecken und auch die Stecker sind so unterschiedlich, dass sie wirklich nur an einer Stelle passen. Da kann man auch nichts falsch einstecken. Dann kann man optional auch solche Y-Verbindungsstücke mitbestellen. Dann kann man dann einfach die Heizungsluft auch aufsplitten und an verschiedene Orte im Auto leiten. Dann gibt es auch Ausströmer in verschiedenen Größen und Formen. Und hier sieht man das Bedienteil. Das ist dieses Comfort Pro, von dem ich vorher geredet habe. Und ich finde das ganz praktisch, weil das ein ziemlich kleines Bedienteil ist, sieht auch modern aus und hat auch hier eine Befestigungsplatte. Da braucht man einfach nur zwei Schrauben und dann klickt der Bildschirm einfach nur drauf ein. Die zwei Schrauben sind auch schon dabei. So, und hier haben wir eine Unterflurbox aus Edelstahl. Jetzt im Moment ist die Standheizung, die Ebersbecher, die verbaut ist, ohne so einen Kasten verbaut. Das bedeutet, Wasser kann einfach noch einfacher eindringen und die Langlebigkeit der Heizung einfach wirklich verringern. Und deswegen gibt es auch diese Edelstahlboxen. Die hier nennt sich Texbox 2. Die hat auch hier eine Gummimuffe, wo man dann die Kabel der Standheizung durchdrücken kann. Auch dass gerade am Kabel kein Wasser wirklich reinläuft. Klar, es ist nicht komplett dicht. Da gibt es schon noch Spalte überall. Aber das muss auch ein bisschen atmen können. Und auf jeden Fall die bessere Lösung, wie gar keinen Kasten zum Benutzen. Und dann zu guter Letzt haben wir die Standheizung. Bevor ich es aufmache, könnt ihr hier sehen, das ist die Autotherm R2D, die 2 Kilowatt Leistung Version. Und soweit ich mich erinnere, werden die in Lettland oder Russland gefertigt. Und es macht auch Sinn, dass die von Ländern kommt, in denen es kälter ist. Hier haben wir für den Auspuff von der Standheizung, weil die auch ziemlich heiß wird, haben wir hier so eine Isolierung. Die kommt dann einfach über das Auspuffrohr und schützt dann sozusagen die naheliegenden Teile. Hier haben wir für die Dieselleitung Anschlussteile und auch für die Dieselpumpe, die den Sprit zur Standheizung führt, so eine Gummimuffe. Die sorgt dafür, dass die Vibrationen vom Pumpen nicht direkt an die Autokarosserie übertragen werden. Und die nimmt die auf und dann hört man auch kein Klacken, wenn man schläft. Hier gibt es noch mehr Befestigungselemente. Auch hier Befestigungselemente.
Kabelbinder und man hat dann schon Steckverbindungen. Hier haben wir den Endschalldämpfer. Der Endschalldämpfer sorgt dafür einfach, dass die Geräusche vom Auspuff verringert werden, auch mit Befestigungsobjekten. Hier haben wir dann die ganze Bedienungsanleitung und auch den Siegel, dass es zugelassen ist für die in Fahrzeugen. Das wird dann einfach irgendwo am Auto an der Karosserie, unter der Motorhaube oder am Rahmen von der Fahrertür einfach angeklebt. Hier haben wir die Frischluftzufuhr der Standheizung. Da wird einfach unter dem Auto Luft angesaugt für die Verbrennung vom Diesel. Alle Kabel vorkonfektioniert. Das kann man dann einfach ganz einfach einstecken. Das ist die 12 Volt Versorgung, Plus und Minus. Und die Sicherungen sind auch schon drin. Da muss man auch nichts überlegen. Und es wird dann einfach an die Standheizung eingesteckt. Und schon hat die Standheizung 12 Volt. Hier haben wir die Dieselleitung. Wird benutzt, um Diesel vorzugsweise aus dem Tank vom Fahrzeug zu ziehen. Und das hier kann man benutzen, um ein Loch in den Tank zu bohren. Und dann wird hier raus Diesel gesaugt aus dem Tank. Und das kann man dann einfach biegen, solange man möchte, bis zum Boden von Tank, schneidet es dann ab und hier saugt es dann den Diesel über die Dieselleitung in die Standheizung. Die Standheizung haben wir hier. Hier könnt ihr die Standheizung sehen. Hier kommt diese kalte oder Ansaugluft rein und hier kommt die warme Luft raus. Und hier unten sehen wir Frischluftzufuhr unterm Auto und dann die Abgasgase und hier kommt die Dieselleitung rein. Also die Verbrennung findet sozusagen hier statt. Frischluft, Abgase und der Sprit. Und dann wird einfach die Hitze, die hier entsteht, genutzt, um Luft über den Ventilator, der wird Luft über diesen Heizkörper dann geströmt und das erhitzt dann dadurch und kommt dann raus. Sozusagen sind es zwei getrennte Systeme. Einfach hier ein Ventilator, der dann über diesen heizenden Motor läuft und alles verbrennungsmäßig und Ansaugluft unter dem Auto findet hier statt und geht auch wieder raus. Hier haben wir einen Gummiflansch, das wird befestigt und da kommen dann auch keine Abgase ins Auto. Das ist eine sichere Sache. Hier haben wir diese Pumpe, diese Spritpumpe. Die pumpt dann einfach hier diesen Diesel zur Standheizung und zwar hier rein. Zu guter Letzt haben wir hier das Abgasrohr. Das Abgasrohr kommt einfach unten auf die Standheizung und wie vorher schon beschrieben, haben wir hier diese Isolierung und da kann man dann einfach das Abgasrohr so absägen, wie es bei einem passt. Ist auch sehr schön biegbar und kann man da gut unter dem Auto anbringen. Gut, dann fangen wir an mit der Installation. Als nächstes fahren wir den VW-Bus über die Grube und nehmen dann den Unterschutz ab. Weil der VW T5 hat überall diese Plastikschutzabdeckungen unterm Auto und die muss man abnehmen, um dann überhaupt an die Standheizung ranzukommen. Und dann nehme ich euch mit, das Auto kommt nach vorne und dann schauen wir mal runter. So, dann fahren wir ein bisschen vor. Das passt jetzt, schauen wir mal runter. Okay, jetzt sind wir unterm Auto. Und die Standheizung, hier sieht man den Auspuff von der Unterflurstandheizung und die befindet sich hinter dem Schutzblech hier. Und das schrauben wir jetzt mal kurz weg. Das kann man dann einfach abnehmen. Hier sieht man dann die Standheizung. Und wie ihr sehen könnt, hier, das ist alles so ein Unterbodenfett. Das nennt man Mike Sanders. Hier sieht man auch was von dem Fett. Also nicht wundern, das soll so sein. Und hier hat man die Standheizung. Das ist die Ebersbecher mit einer Heizleistung von 4 kW. Wie ihr sehen könnt, der einzige Schutz war tatsächlich hier dieser Plastikschutz. Hier seht ihr das Auspuffrohr. Hier gehen die heißen Abgase raus. Hier kommt der Diesel in die Standheizung und hier Frischluftzufuhr. Wenn wir jetzt an die neue Standheizung schauen, genau das gleiche. Auspuffrohr, Frischluft und hier kommt der Diesel rein.
Wenn ihr hier seht, genau die gleiche Aufbaubase. Dann durch die Verbrennung entstehende Hitze wird einfach Luft vom Innenraum angesaugt, wird dann über diesen heißen Brennkörper geleitet mit dem Ventilator und dann die Hitzeenergie wieder in den Raum gelassen. Wenn ihr hier reinschaut, seht ihr, das kann ich auch öffnen, hier seht ihr den Ventilator, der dreht sich dann und transportiert dann die Luft hier durch. Also er saugt die kalte Raumtour an und erwärmt diese. Und er saugt die auch von Innenraum an, weil die Innenraum ist ja auch wärmer dann nach dem Erwärmen. Und wenn er hier jetzt vom Unterboden die Luft ansaugen wird und sagen wir es ist minus 10 Grad, dann braucht es auch viel mehr Sprit und viel mehr Leistung. Und das wollen wir nicht. Deswegen immer ratsam vom Innenraum die Luft ansaugen. Und was jetzt hier der Vorteil ist von der neuen Standheizung, ist, dass wir hier diesen Kasten hier ranbauen. Und dann haben wir den Kasten als Schutz und die Plastikabdeckung. Dann machen wir jetzt mal den nächsten Schritt und bauen diese Standheizung aus. So, die Heizung ist jetzt weg und jetzt schauen wir mal, hier ist der Anschluss von der vorherigen Standheizung und jetzt schauen wir mal, wie wir einen Weg in den Innenraum von dem VW T5 finden für die neue Standheizungselektronik. So, dann gehen wir mal ganz schnell das Kabelset durch und das ist ganz einfach. Hier seht ihr die Standheizung und hier kommen schon die Kabel raus und hier habt ihr schon die ganzen Kabel vorkonfektioniert, bedeutet, die sind alle schon Plug and Play. Das Ganze ist ziemlich einfach. Wie ihr sehen könnt, die Stecker haben verschiedene Formen. Zum Beispiel der hier ist richtig breit, der hier ist dünner und so weiter. Und die sind auch beschriftet. Also hier sieht man zum Beispiel Control Unit. Das bedeutet, die Control Unit ist der Display. Damit ist der hier gemeint. Und dann sucht ihr nach dem richtigen Kabel, weil ihr werdet den ja nicht so nah von der Standheizung installieren. Ihr müsst ja einen Weg zum Innenraum finden. Und das wäre das hier. Da steht dann auch dran, Verlängerungskabel, Bedienelement. Und dann kann man das hier einfach einstecken. So kann es hiermit verlängern. Und wie ihr seht, es passt nur ein Weg. Und da steckt man dann den Bildschirm ein. Also wäre der Bildschirm schon fertig, kann man nichts falsch machen. Das wird hier einfach eingesteckt. Fertig. Dann gehen wir zum nächsten. Hier steht Fuel Pump, also die Pumpe. Das wäre diese hier. Diese geht zur Pumpe. Dann schaut ihr auch hier. Passt auf jeden Fall nur hier. Hier passt es nicht. Bedeutet, es kommt hier rein, wird mit der Pumpe verbunden und schon haben wir die Pumpe geregelt. Und jetzt haben wir hier aber noch einen frei. Schauen wir weiter. Und der braucht jetzt ja noch eine Stromversorgung. Und wie ihr sehen könnt, es passt wirklich nur noch der Stecker. Es wird eingesteckt. Genau so. Und jetzt haben wir alle Stecker schon belegt. Und das wäre dann schon die komplette Installation. Und hier ist noch frei ein Plus-Minus-Kabel. Es kommt eine Batterie. Und schon könntet ihr die Standheizung in Betrieb nehmen. Klar, ihr müsst davor noch eine Spritleitung hier anlegen. Aber dann wird das Ganze hier schon laufen. Also wie ihr sehen könnt, wirklich nicht so kompliziert. Aber wir brauchen trotzdem noch eine Verbindung von manchen Kabeln vom Unterboden in den Innenraum. Zum Beispiel müssen wir zur Pumpe kommen. Oder wenn man die ganze Standheizung wie hier im Unterboden verbaut, muss man auch mit dem Plus-Minus-Kabel und mit dem Display-Kabel in den Innenraum. Und da suchen wir jetzt einen Platz dafür. Und im VW T5 ist es wirklich geschickt. Da macht ihr einfach die Tür auf. Und dann schaut ihr mal unter diese Sitzbank hier. Lupfen wir an. Öffnen diese. Und dann haben wir hier eine Platte. Und die Platte kann man mit den vier Schrauben lösen. Und hier gibt es einen Ausgang. Genau hier. Und da kommt auch die alte Standheizung hoch. Und die kommt hier hoch und hat hier die Sicherung. Und von hier aus kann man dann auch seinen Weg durcharbeiten und den Bildschirm vorne hier anbringen. Und das machen wir jetzt. Die Platte hier ausgebaut. Und dann machen wir auf der Seite hier noch das Plastik hier ab. So, es kommt raus. Hier diesen Lappen hier öffnen und hier habt ihr einen direkten Zugang zum Unterboden.
Und den Zugang findet ihr von unten. Schauen wir mal runter. Und den Zugang könnt ihr hier sehen. Dort hinter dem Stecker. Genau dort. Das ist der Gummi. Und da könnt ihr dann einfach direkt zur Standheizung eure Kabel legen. Und los geht's. Also hier haben wir schon eine Standheizung eingebaut gehabt. Falls ihr kein Angebot habt, müsst ihr noch eine Leitung zum Tank legen. Wenn ihr einen Zuheizer habt, könnt ihr einfach wie hier das T-Stück benutzen. Oder ihr müsst wirklich eine neue Leitung, also einen neuen Eingang in den Tank legen. Und dafür ist in dem Set enthalten gerade dieses Stück hier. Das kann man einfach ein Loch bohren in den Tank, schraubt es fest, ist eine Dichtung mit eingebaut. Wenn man das dann festschraubt, drückt es die zu, dann hat man auch wirklich eine Dichtheit, die garantiert ist. Und verbindet es dann mit der Spritleitung hier und legt es bis zur Spritpumpe und hier bis zur Standheizung. In dem Fall habe ich ja schon ein Zuheiz- und ein T-Stück verbaut vom Vorbesitzer und deswegen muss ich das jetzt nicht machen. Aber das ist richtig praktisch, weil da wird einfach ein Loch gebohrt und das eingesetzt. Zack, am besten von oben. Und hier kann man dann einfach dieses Metallstück unten biegen, je nach Verlangen. Sagen wir, ihr habt hier das Tank, den Tankboden, dann wird das hier abgesägt. Wenn ihr jetzt einen tieferen Tank habt, könnt ihr das einfach biegen und dann habt ihr immer garantiert Sprit für die Standheizung. Und ihr könnt auch mein Fiat Ducato Video anschauen, das blende ich euch hier ein. Dort baue ich auch eine Standheizung ein. Im Zeitraffer seht ihr nur ganz kurz, falls es euch interessiert. Dann machen wir aber weiter. Aber bevor wir jetzt hier mit der Elektrik weitermachen, schauen wir mal, wo die Dieselleitung hinführt. Und zwar haben wir hier die Dieselleitung, führt hier hinüber unterm Auspuff durch zum Zuheizer. Hier habt ihr einen Zuheizer und da könnt ihr auch sehen, das ist das Auspuffrohr vom Zuheizer. Und auch hier findet man die Pumpe von der alten Standheizung drunter, wo dann den Sprit hier rüber pumpt und dann durch diese Dieselleitung in die Standheizung. Und dann machen wir jetzt mal hier diese Abdeckung weg. Hier haben wir den Tank vom VW T5 und hier wurde schon eine Dieselleitung angelegt an den Tank. Und dann geht es hier rein und hier sieht man eine Pumpe, die pumpt dann den Diesel in den Zuheizer rein. Der verbrennt dann den Diesel. Die Auspuffgase kommen hier raus, Schalldämpfer, und werden hier abgeführt. Und dann nutzt er die Hitze, die entsteht, und wärmt dann hier das Kühlwasser. Eingang, Ausgang und es geht dann vor zum Motor. Und sorgt dafür, dass der Motor schneller warm wird. Was sie damals gemacht haben, ist hier ein T-Stück eingebaut und dann wird einfach hier vor der Pumpe für den Zuheizer wird dann die Pumpe von der Standheizung angesteuert und die führt dann den Sprit einmal hier durch und es kommt dann hier bei der Standheizung an in dem Rohr. Das Kabel für die Dieselpumpe, für die neue, einfach hier rüberlegen. Und dann die neue Dieselpumpe hier einbauen und einfach einklicken. Und hier könnt ihr auch sehen, hier seht ihr von der alten, die Elektrik, ist einfach ein Stecker, die kommt weg, Stecker kommt weg und die neue hier einfach rein. Und noch was gerade, wenn es um diese Dieselpumpe, also diese Pumpe geht für die Standheizung, eine allgemeine Regel ist, man sollte nicht weiter wie 1 bis 1,5 Meter vom Tank weg sein, also ist hier gegeben, super, das sind gerade mal 40, 50 cm und man soll auch nicht mehr wie 1 Meter, 1,5 Meter zur Standheizung haben. Und das ist ja auch gegeben. Ist auch ganz wichtig zu beachten. Und diese Pumpe soll einen ganz kleinen Winkel haben, 15 bis 20%, wie ihr sehen könnt, Richtung zur Standheizung. Wie ihr sehen könnt, die ist nicht komplett gerad, sondern leicht gewinkelt. So. Und das hat den Effekt, dass hier, falls hier Luft irgendwie reinkommen wird, dass die Blasen entweichen können und die Luft nicht eingeschlossen bleibt. Weil wenn die eingeschlossen bleibt, dann habt ihr ein viel lauteres Klackgeräusch beim Pumpen und das kann wirklich nerven, wenn ihr schlafen wollt. Ganz wichtig, 15 bis 20 Grad hin zur Standheizung gerichtet. Und noch eine Sache, eigentlich sollte die Pumpe immer ungefähr auf Höhe, unterste Höhe Tank sein. Das wäre ungefähr hier. In dem Fall haben sie es ein bisschen höher montiert und ja. Wenn es geht, wirklich unterste Kante Tank wäre optimal. Wie ihr sehen könnt, das ist die Gummimuffe.
Ganz wichtig, wenn ihr die Pumpe anbringt, immer getrennt am Rahmen, nicht direkt mit einem Metallstück an den Rahmen anbringen, weil wenn die pumpt, dann macht die ein Klackgeräusch und das würde dann übertragen werden auf den Rahmen und das hört ihr dann innen drin. Das wäre sozusagen bei jeder Taktung von der Pumpe würdet ihr das hören innen. Und mit der Gummimuffe ist es dann wirklich fast geräuschlos im Innenraum. Ganz, ganz wichtig. Dann machen wir jetzt mal die Pumpe hier ab. Auch zu beachten, es gibt eine Richtung bei der Pumpe. Hier seht ihr den Pfeil, in welche Richtung der Sprit laufen soll. Also der Sprit läuft von Tank zu Standheizung, deswegen muss es in die Richtung montiert werden. Dann steckt man das hier rein. So, ganz schnell ist das drin. Genau, schauen, dass der Gummi einfach mittig schön sitzt. Also hier haben wir jetzt die neue Dieselpumpe und hier haben wir den alten Stecker für die Dieselpumpe. Den brauchen wir nicht mehr. Hier schön ab. So, alte Stecker weg. Die alte Pumpe hat ein bisschen kleineren Durchmesser hier wie die neue. Die neue Dieselleitung schieben die kurz durch. Hier dieses Befestigungskit, gerade für die Spritleitung. Perfekt passende Gummischläuche und dann die Verbindung zu der Pumpe zu schaffen. Was ihr auch machen könnt, ist beim ersten Betätigen von der Heizung das nicht ganz festschrauben und das wirklich komplett hochstellen, sodass die Luft wirklich komplett entweichen kann und dann erst festschrauben. Und für die neue Dieselpumpe haben wir hier Kabel für die Dieselpumpe. Da wird einfach hier ein Stecker eingesteckt, ganz bewusst ohne Stecker, einfach dass man nur durch Löcher durchkommen kann und dann erst den Stecker anbringen. Weil sonst hat man vielleicht Probleme und passt nicht durch ein Loch. Das ist mit Absicht so gemacht. Der Stecker ist mit dabei. Hier seht ihr, ist der Stecker dabei. Hier wird das einfach eingesteckt und dann kann man das schon mit der Spritpumpe verbinden. Und ihr hört dann auch, wenn es ganz drin ist, ein kleines Klick, klicken. Kontrolliert dann, zieht bei beiden nochmal, ob die wirklich rausrutschen. Wenn alles passt, wird einfach hier dieses Plastik am Ende geschlossen. Genau so. Und das war's schon. Schon habt ihr das hier angebracht. Einfach durchfädeln. Und das wird dann hier einfach der Stecker hier eingesteckt. Kabelbinder. Jetzt kommen wir zu der rechten Seite. Links haben wir jetzt die Dieselpumpe gelegt, die elektrische Zuleitung. Wir müssen natürlich jetzt in den Innenraum kommen. Und dann nehmen wir jetzt einfach den Ausgang oder Eingang hier von diesem Kabel, Loch unter dem Beifahrersitz, ziehen das hier raus und stecken unsere Kabel rein. Dann gehen wir nach oben. So, wir sind jetzt wieder beim Beifahrersitz. Wir haben den hochgeklappt. Und hier unten, da haben wir den Gummipropfen, der einfach den Unterboden zum Innenraum trennt und hier seht ihr richtig schön eng, da kommt dann auch kein Wasser von unten in den Innenraum. Wenn man da auch zieht, merkt man einen richtig schönen Widerstand. Und so soll es sein, dass da wirklich kein Platz ist für Feuchtigkeit, um in den Innenraum zu gelangen. Dann geht es hier rüber, die Seite, hier seht ihr das. Und das Kabel hier geht dann nach vorne ins Armaturenbrett, hier das Bedienteil. Das werden wir natürlich ersetzen. Und die andere Seite von dem Kabel geht hier in diesen kleinen Sicherungskasten. Das sind einfach nur zwei 12-Volt-Sicherungen. Und das ist dann verbunden hier Plus und Minus. Und so bezieht die alte Standheizung dann ihren Strom. Das machen wir jetzt weg. Da kommt die neue Sicherung hin. Und wie ihr seht, ist gar nicht so kompliziert. Einfach das jetzt rausziehen und los geht's. So, und wenn ihr euch fragt, wie die geerdet war, hier seht ihr natürlich das Pluskabel. Und dann seht ihr hier unten geht noch ein braunes Kabel ab, und zwar das hier. Wenn man das verfolgt, das kann man hier ziehen. Das geht nämlich hier zu diesem. Das ist ein Erdungspunkt und den könnt ihr auch wieder verwenden für die neue Standheizung. So, der alte Bildschirm wird dann einfach rausgezogen und dann haben wir hier das Loch. Wir müssen jetzt aber zur Standheizung finden. Genauso wie die das damals gemacht haben. Nehmen wir einen Kabelzieher, einfach reingehen und dann könnt ihr hier auf der Seite einfach hier dieses Plastik entfernen, einfach abnehmen, da ist keine Schraube dabei. Und dann habt ihr hier das Loch, findet dann einfach das Ende, genau das seht ihr hier, einfach das Ende finden. Und hier kann man dann, hier ist ein Hohlraum dahinter, da kann man das Kabel einfach runterlegen. Und auch hier ist ein Hohlraum und kann dann so bis hin zur Standheizung runter. Um das Ganze einfacher zu gestalten, dass ihr auch den Display und alles hier schön ausbauen könnt, empfiehlt sich einfach hier diese Schrauben zu lösen. Die habe ich jetzt schon hier drin. Und dann könnt ihr
nämlich das ganze Handschuhfach hier auf einmal rausnehmen. Dann habt ihr wirklich ganz, ganz viel Platz hier zum Arbeiten. Und ihr seht, die Kabel und die Bedienelemente kann man ganz einfach erreichen. Einfach trennen und dann könnt ihr das Ganze hier einfach entnehmen. Und wenn wir nach unten schauen, hier ist nochmal ein Stück Plastik, und zwar das hier. Das befestigt mit 3 Schrauben. 1, 2, 3. Einfach abschrauben. Und dann kommt es ja auch von unten wirklich schön ran. Hier seht ihr dann, wo das Kabel nach oben geht. Und hier unter der Matte einfach hier nach unten führt. Unter den Beifahrersitz. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt jetzt auch euer neues Bedienelement an ein Kabel anhängen und dann beim Herausziehen dann einfach, dass es hier euch schon einführt. Das Kabel der alten Standheizung können wir dann einfach rausziehen und dann ziehen wir es von hier unterm Sitz raus. So, da haben wir es. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, jetzt haben wir die ganzen Kabel der Standheizung hier. Fällt nur noch den Stecker hier oben durchzuschieben. Und ich könnte jetzt die Kabel rausnehmen. Ich habe aber leider kein Werkzeug dafür. Das schneide ich jetzt einfach ab. So, ich habe jetzt den Stecker der alten Standheizung einfach abgetrennt. Und jetzt kann ich die Kabel einfach hochziehen. Seht ihr die Kabel der alten Standheizung? Da ziehe ich jetzt einfach dran. Hopp. Und nochmal hopp. Und da haben wir sie. Jetzt ist die alte Standheizung wirklich dann entfernt. Legen wir zu der Heizung dazu. So, was ich jetzt mache, ich nehme von der neuen Standheizung, der Autotherm, das Kabel für den Display und lege den als allererstes mal hier am Plastik entlang, hier an der Säule, und dann gehe ich hier rein bis da drüber und gehe dann an meinem gewünschten Ort für das neue Bedienelement hier raus. Den Sitz einfach leicht angehoben und da gehe ich jetzt einfach mit dem Kabel einfach durch. Dann komme ich hier heraus. Jetzt sind wir hier mit dem Ende vom Kabel raus. Einfach ziehen. Und das Kabel könnt ihr dann einfach hier mit der Trittstufe so verstauen. Genau. Da sieht man dann auch wirklich gar nichts von dem Kabel, wie ihr hier sehen könnt. Und dann geht es hier weiter. Dann können wir jetzt schon mal den Display nehmen und einfach hier das Kabel einführen. Dann zieht ihr den einfach hin und klickt den dann einfach so ein. Der wird auch einfach eingeklippt. Zack. Ordnung bei der Kabel ist immer sehr wichtig. Wenn ihr könnt, einfach schnell mal so Isolierband, ja, sowas anbringen, einfach, dass die Kabel schön zusammenhalten und dann nichts rumklappert. Jetzt haben wir den Display verbunden. Jetzt können wir auch wieder hier das Handschuhfach einbringen. So, dann wird dieses Plastikteil einfach wieder aufgeklickt. Das war eine riesen Hilfe, das Loch hier, das hier abzubauen. Und hier seht ihr, das Kabel kommt rein, geht hier nach oben, hier hinter durch und zum Bildschirm. Das ist wirklich gar kein Stress. Genau, und dann einfach oben drücken, in der Mitte und unten. Alles schön verräumt. Sieht hier gar nichts. Hier unten auch alles weg. Jetzt machen wir hier weiter, weil wir hatten ja den Beifahrersitz gelöst. Wie ihr seht, ist immer locker. Das sind einfach hier diese Muttern. Die werden wieder angezogen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Die kommen wieder drauf. Und zwar so. Werden festgezogen. Und das ist eine 17er Nuss, die ihr dafür braucht. Und das machen wir jetzt schnell. So, jetzt haben wir hier noch das Stromkabel. Hier seht ihr den Stecker, der in die Standheizung reinkommt. Hier seht ihr die Sicherung und hier seht ihr dann die zwei Kabel, die ins Plus-Minus gehen. Also was wir jetzt machen, es bleibt alles im Innenraum bis auf den Stecker. Und zwar der. Und den drücken wir jetzt einfach mal hier durch das alte Loch durch. Und wie ihr sehen könnt, das haben wir hier. Und da können wir jetzt einfach den hier ganz easy und simple durchdrücken. Und dann kommt der im Unterboden raus. So, hier seht ihr das Kabel. Und einfach so nach unten. Und jetzt haben wir schon Stecker-Display, dann hier den Stecker für die Dieselpumpe und schon die Dieselleitung. Machen wir mal den Kasten auf. Hier kommt die Standheizung dann rein. So rum. Die Kabel werden alle hier durchgesteckt. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Hier kann man alles anschließen.
und die Standheizung ist dann wirklich geschützt. Und jetzt kann ich schon mal die Dieselpumpe anschließen. Und zwar haben wir die hier. Da passt auch nur der Stecker. Wie ihr seht, ich kann das auch gar nirgends anders anstecken. Also einfach anstecken. Das sind dann wasserfeste Stecker. Also ich mache jetzt gerade den Auspuff. Da kann man einfach mit einer Handsäge kann man das Rohr durchsägen. Das ist so reingesteckt. Also mit dem Zogen drauf. Na, bis ihr so ein Fett habt, so ein Unterbodenfett, könnt ihr das leicht einreiben. Das geht dann einfach um ein Vielfaches einfacher hier drauf. So, jetzt haben wir alles verbunden. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Display. Und das ist das Kabel hier. Dann schauen wir mal, ob wir das andere Stück hier runterbringen. So, hier haben wir das Kabel für den Display. Das haben wir hier schon nach vorne gelegt gehabt zum Display. Das passt jetzt aber nicht durch das kleine Gummiloch dort unten. Die müssen wir abschneiden und dann mit dem Stecker unten verbinden. Am besten ihr trennt die einfach und dann benutzt ihr solche Wärmeschrumpf-Lötverbinder. Da ist schon Lötzinn mit eingebaut und die schrumpfen, wenn man mit dem Heißluft vorhin drüber geht und entsteht eine wasserdichte, schöne Verbindung. Und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir die beiden Kabel unten, gehen wir runter. Jetzt haben wir das Kabel hier unten, kam aus dem Gummipuff raus, seht ihr dort? Genau. Und das wird jetzt verbunden mit dem Stecker und dann kann man die Standheizung mal starten. Und dafür benutzen wir diese Wärmeschrumpf-Lötverbinder. Da kann man einfach zwei Kabel verbinden mit dem Heißluft in der Gegend, dann verbinden die sich und schau wasserdicht. Das machen wir, weil der große Stecker hier nicht durch den Gummipropfen gepasst hat und ich das abschneiden musste. Und hier sieht man den Stecker von vorher. Das würde man so einstecken und wie ihr sehen könnt, schwarz, rot, blau, grün, weiß, braun. Da könnt ihr einfach die Farben miteinander verbinden und es passt dann. Abtrennen. Schauen wir uns mal an. So, jetzt ist alles schön verräumt. Die Kabel, die zu lang waren, sind hier oben befestigt. Schön nochmal hier so einen Hitzeschutz angebracht. Hier auch, einfach, dass hier nochmal auf dem Auspuff genug Platz ist. Hitzeschutz am Auspuff angebracht. Hier, dass er auch nichts berührt, nicht mal das Blech. Schellen nochmal angezogen. Hier der Enddämpfer auch angezogen. Hier nochmal alle kontrollieren, alle Schrauben. Auch nochmal kontrollieren, dass die Dieselheizung wirklich fest ist. Am besten zwei Stellen hier benutzen. Dann der Frischluftzufuhr schön eingeklemmt. Da bewegt sich nichts, vor allem auch die Kabel halten es hier drin. Hier nochmal an den Kanten einfach nochmal einen Schutz angebracht, auch hier. Und hier oben gehen alle drüber, alles fest und stabil. Kann man auch mal testen, nichts bewegt sich, so soll es sein. Und dann können wir jetzt anschließen auf Plus und Minus und dem Ding mal Power geben. Und hier auch nicht vergessen, dass hier alles anzieht, auch hier die Stellen fest sind, dass ihr auch hier die Kabel alle geschützt habt. Der nächste Schritt wäre einfach hier jetzt das Plus-Minus zur Batterie zu legen. Am besten zur Zweitbatterie, dass ihr das nicht von der Motorbatterie betreibt. Und das lege ich jetzt hier nach hinten, weil hier links habe ich meine Zweitbatterie, die seht ihr hier. Und zwar hier, das ist die Akkubox. Lithium-Batterie, das kann alles in einem. Da habe ich auch ein Video dazu, das könnt ihr euch hier anschauen. Ein super Ding, kann wirklich alles. Und da legen wir uns jetzt hintere, hier unter den Stuhl. Was man auch machen kann, man nimmt einfach den Stuhl leicht hoch. Dann entsteht hier eine Lücke und hier kann man das dann rausziehen. Und dann kann man das hier unten entlang führen, schön nach hinten. So, das Kabel läuft jetzt hier entlang. Hier unten. Und kommt dann hier raus und das können wir jetzt an der Batterie anschließen und dann wäre die Standheizung bereit.
Und hier hinten ist ja dieses Campingbett von Flip Campingbox. Da kann man einfach hier das ausfahren und einfahren. Und dann komme ich hier auch richtig schön nach hinten. So hinten. Und hier kommt es dann rein in den Sicherungskasten. Und der Sicherungskasten ist verbunden mit der Akkubox. Das kann man hier einfach entnehmen. Und die kann wirklich alles. Da habe ich auch ein Video dazu. Das könnt ihr euch hier anschauen. Das Kabel kann man hier einfach unter der Box entlang führen. So, der allerletzte Schritt ist jetzt hier die Standheizung mit Plus Minus zu verbinden. Fest angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch eine Sicherung. Und dann geht's los. So, dann kommt jetzt die Sicherung hier rein. So, Deckel drauf. So, das Kabel oben liegt jetzt. Geht hier richtig schön rein. Hier sieht man überhaupt gar nichts. Man würde ja niemals ahnen, dass da Kabel irgendwie drunter laufen. Das ist die Stunde der Wahrheit. Wir machen es an. So, Stromkreislauf ist geschlossen, ist an, hat 85%, kann man alles schön ablesen, kann man auch über eine App lesen. Und wenn wir nach vorne gehen, wir sehen, wir haben hier eine Anzeige. So, dann machen wir das jetzt mal an, heizen, Temperaturmodus, gehen wir auf 22 Grad und 5 Stunden, ja. So, dann gehen wir mal unter das Auto und schauen, es müsste jetzt klackern. Hier sehen wir auch jetzt den Verbrauch. Wir sehen hier, wir sind bei 0,4 Ampere. Das steigt jetzt, weil die Glühkerze von der Heizung angeht. 1,5 Ampere, 2,2 Ampere. Es geht dann ungefähr bis 8, 9 Ampere. Das ist der Heiz, also der Glühstift wird heiß. Und danach sinkt es dann auf 2, 3 Ampere. Sobald die Verbrennung dann angefangen hat, dann gehen wir runter. Und dann müssten wir jetzt eigentlich die Pumpe hören, die Diesel-Spritpumpe. Wir sehen hier schon, da kommt ein leichtes Qualmen, kommt hier raus. Das ist, weil die Brennkammer das erste Mal heiß wird und wir hören hier ein Klicken. Und das ist jetzt die Pumpe, die füllt jetzt die Dieselleitung mit Sprit. Und gerade bei der ersten Pumpe anheben, dass falls da Luft drin wäre, dass die dann nach oben entweichen kann. Und dann wird das auch leiser. Hört ihr das schon? Wird schon leiser. Und das dauert jetzt einfach ein bisschen, bis der Sprit dann wirklich hier in der Brennkammer ankommt. Und die Pumpe, man hört, ist jetzt auf voller Fahrt. Die tackert schön vor sich ran. Nochmal anlupfen, falls da eine Luftblase drin wäre, dass die einfach entweichen kann. Wie ihr seht, die Vibrationen hier, die gehen auf den Gummi über und es wird dann sehr stark gedämpft durch den Gummi. Und jetzt gehen die nochmal aus. Das ist ganz normal, weil die einfach nur keinen Sprit gekriegt hat. Und dann heißt es im Bildschirm Error. Da müsst ihr euch aber auch gar keine Sorgen machen. Das ist ganz normal beim ersten Mal beim Starten. Jetzt schauen wir nach. So, jetzt haben wir dann Error und das ist genau das, was es passiert. Er schaltet aus und das bedeutet, es ist einfach noch nicht genug Sprit in der Heizung angekommen. Das bedeutet, wir warten jetzt, bis er ausgeht und dann starten wir das Ganze nochmal. Und dann machen wir das Ganze nochmal an, heizen, Temperaturmodus 22 Grad, 5 Stunden und los geht's. Rot bedeutet, er heizt jetzt wieder. Dann gehen wir gerade mal nach hinten, schauen mal, was die Batterie dazu sagt. Also wir haben jetzt hier keinen Glühvorgang gerade, wir haben jetzt einfach 0,5 Ampere, aber der Glühstift wird jetzt wieder heiß. Jetzt sind wir 1 Ampere, 2 Ampere, es geht wieder bis 9 Ampere, bis die Verbrennung dann stattfindet und dann regelt der ein bisschen runter und dann wird das, macht er weiter mit ungefähr 1,5, 2 oder 3 Ampere. Dann können wir wieder unter das Auto gehen und nachschauen. Und wenn wir Glück haben, reicht beim zweiten Mal schon aus, dass der Sprit bei der Heizung ankommt. Die Pumpe ist jetzt auf jeden Fall schon mal viel ruhiger. Bedeutet, der Sprit ist auf jeden Fall schon mal hier angekommen. Normalerweise braucht man zwei, drei Fehlermeldungen, bis es klappt. Und jetzt sieht man, es kommt schon mehr Qualm raus. Und ganz wichtig, der Wärmeschlauch auch immer Grad haben. Da sollte kein 90 Grad Winkel hier nach dem ganz kurz im Abstand sein. Und jetzt findet die Verbrennung statt, bedeutet, der Sprit ist angekommen.
Und dann schauen wir mal, ob schon heiß wird. Und die erste Wärme kommt. Der Sprit ist jetzt an der Heizung und sie heizt. Man merkt, es wird warm. Hier sieht man auch kein Error angezeigt, das ist bei 10 Grad. Der Temperaturfühler ist in dem Controller hier verbaut, bedeutet, er nimmt den Nennwert hier auf der Höhe. Und jetzt schauen wir mal, ob es heiß ist hier unten. Aua, ja, es wird heiß. Bedeutet, alles funktioniert. Also Leute, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt die alte Ebersbecher 4 kW Heizung getauscht. Die kann jetzt weg. Auch hier sehen wir die alte Dieselpumpe. Die funktioniert zwar noch, kann man wieder verwenden. Hier sieht man auch nochmal die Gummimuffe, einfach die Vibrationen aufnimmt. Hier nochmal der alte Auspuff, Frischluftzufuhr und die ganzen Kabel. Und wie ihr hört, es funktioniert. Ich mache mal die Tür auf. Hier haben wir jetzt wirklich schön warme Luft. Richtig schön warm, das passt. Und jetzt schauen wir mal in die Fahrerkabine. Und zwar hier haben wir den Bildschirm auf Rot, bedeutet Heizmodus. Und hier können wir jetzt wirklich alles verstellen. Wir können hier, wie viel Grad wir wollen, Thermostatmodus, wann es angeht, pipapo. Und genau, das war's für das Video. Ich hoffe, ihr habt da irgendwas rausnehmen können. Und wenn ihr eure eigene Standheizung einbaut, dass es einfach ein bisschen mehr Kontext hat. Und ja, hoffentlich sehen wir uns wieder. Ciao.